Meinem Empfinden nach haben wir eine Rezeptur für die Firma gefunden, die einfach die Sachen ein bisschen anders anpackt als andere, als vielleicht in einem klassischen Strategiebuch steht und entnommen worden ist. Wir sind eine Frauen-Power-Firma. Wir sind höchst flexibel und wir haben unter anderem oder ich auch ein Bauchgefühl neben dem Kopf, der sagt, nein, jetzt machst du das einmal nicht, jetzt machst du das einmal anders und man probiert etwas aus. Das ist mit sehr vielen Risiken verbunden. Das ist mit sehr vielen Investitionen verbunden. Die gehen dann mal auf, manchmal auch weniger. Und wenn man dann diese Challenge annehmen kann und irgendwann der Vertrag kann unterschrieben werden, dann ist schon wirklich ein Feuer in einem und auch eine Zufriedenheit, dass man das annehmen konnte. Ich liebe das Reisen und das schon seit jeher. Ich bin geschäftlich sehr viel unterwegs. Das ist oftmals nicht so ein entspanntes Reisen. Aber für mich sind auch Geschäftsreisen Zeit. Es ist Zeit für mich. Es ist mein Luxus. Es ist aber auch Zeit von der Inspiration, von der Kreativität, weil ich habe Möglichkeiten zu beobachten, was passiert in meinem Umfeld. Für mich ist aber auch Reisen eine Horizonterweiterung und es hat mich zu einem offenen, zu einem toleranten und zu einem grosszügigen Menschen werden lassen. Was in meinem Koffer gar nicht fehlen darf, ist eine spannende Leselektüre, ist natürlich ein Tablet und ein iPhone. Und dann lasse ich ganz viel Platz in meinem Gepäck. Es ist Platz für Kreativität. Und selbstverständlich, wenn ich auf einer Shoppingtour bin und mir ein Souvenir kaufe, dann darf das auch noch mit heimkommen.